Liebe Freunde, willkommen zurück zu Angry Birds Epic. Wir sind jetzt erstmal stehen geblieben. Sollten, müssen, könnten. Den kann man drin lassen, den kann man drin lassen. Den müssen wir rausnehmen und den hier rein. So. Auf geht's, diese drei Immunfähigkeiten. Das ist nämlich das Doofe. Deswegen habe ich die passiven Fähigkeiten nämlich nicht benutzt. Weil die immun dagegen waren. Das habe ich schon jedenfalls wieder vergessen. So. Ich würde sagen, werden wir mal, je nachdem, wer hier stark ist. 3×23 und die machen. Okay, kann ich hier nicht aufhalten. Ist mir Stulle. 158 Schaden ist schon richtig krass. Gut, 3×23 Schaden. Oh, was hat er bekommen? Bisschen mehr Schaden, ne? Habe ich die angefragt um 50%? Sicher, sogar 2 auf 1. Ist ja mega nützlich. Haben wir gleich beide Effekte rausgenommen. Ja, ja, ich weiß, dass du immun bist. Bist aber trotzdem nicht immun gegen meine Schläge, hä, Penner? Ah ja, ich sollte mir übrigens mal die Rüstungsdurchbrechung mal deaktivieren. Niu! Alle gereinigt. Ach, scheiße, der hat überlebt. Schabdabu! Au, okay, lass es. Kein Damage hier. Alles friedlich. Der Typ geht mir schon auf den Sack, Alter, mit seiner Aufladung. Nur mit seinen Aoi-Angriffen auch noch. Ist ja noch ätzender. Kaboom! Ja, war dick ein Hammer ins Gesicht. So, ich glaube, die 129 Schaden vom Dings reichen, wa? 119? Na, reicht. Reicht, Digge. Pam! So, der hat schon mal ziemlich viel Leben. Au! Der tut wirklich weh, muss ich sagen. Ich habe ja jetzt eine Wut-Chili wieder ready. Sehr schön. Kein Ding, kein Ding. So, was heilt man sich doch in einer Runde wieder weg. So, jetzt kann er gerne mal eine Runde aufladen, dann kann ich ihn nämlich töten. Ach, danke schön. Du bist aber nett zu mir. Dass du mich nicht einfach töten lässt. Dick mit der Faust ins Gesicht. Sieht mega krass aus bei Bombe. Wenn einfach die Faust ins Gesicht schwingt. So, maximale Punkte sollten, also 3 Sternpunkte sollten es ja sein. Genug Punkte für 3 Sterne, so kann man es auch sagen. Na, wir haben das Zahnrad, das, nee, den Propeller war es ja, das Zahnrad hatten wir ja vorhin schon. Fliegen wie ein Vogel, wir haben also alle Materialien jetzt bekommen. Und in der Sequenz kriegen wir jetzt wahrscheinlich auch unser Luftschiff, denn sonst würde die, sonst würde der Erfolg noch nicht kommen. Juhu! Jetzt haben wir alle 3 Teile, jetzt lassen wir uns vom Professor ein bisschen was basteln. Alle 3. Habt ihr super gemacht. Ich bastle euch ein kleines Raumschiff. Ein Flugschiff. Oh, wie geil sieht das denn bitte aus. Kann ich jetzt über die Schweinetore fliegen? Da, nimm die Kiste mit. Ihr Mieslinge. Tja, doof gelaufen, war Porky. Oh, da ist das nächste. Ist ja gleich schon daneben an, wa? Ich glaube, da wird es einen ordentlichen Umweg drum. Aber die Eisgegend sieht cool aus. Red schützt die Gruppe vor Schaden. Ein wahrer Held. Erhebe dich in den Lüfter und könnte bisher nicht erreichbare Orte. Ach, geile Sache. Wir haben jetzt nämlich mal gleich die Kisten mitnehmen. Hier war doch gerade noch eine, oder? Hier habe ich doch gerade noch eine gesehen. Wo könnte man denn sonst... Achso, ja, hier müssen wir das Ding da machen. Da zum Beispiel. Kommen wir hier hin. Okay, noch nicht. Da bräuchten wir natürlich auch so ein Dings dann drauf. Aber hier unten, das weiß ich. Das haben wir noch nicht gehabt. Da. Komm, ich will da hin. Ah, okay. Das ist also begrenzt überall. Das ist, ich verstehe. Will er nicht fighten? Nee, das ist aber der Falsche gewesen. Ah, ich muss nochmal draufklicken, glaube ich. Der weiß, nee, der weiße Wal ist das dann nicht. Doch, ist es. Kalksteinlagune. Und jetzt kommen wir hier zum weißen Wal. Ich würde sagen, ne, den Bomber lassen wir drin, ne? Finde ich in Ordnung. Schauen wir mal, wie das wird. Bomber, der kommt natürlich raus und der hier rein. Oh, wird ziemlich schwer. Steht da. So, Heiler, Bomber und den hier. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was das wird. Ich dachte, wir werden leicht hier und so, aber nein. Anscheinend total harte Gegner hier. Oh, ein Lasso, Indiana Jones wieder. Pam! Kaboom! Oh, die Hälfte an Damage mache ich ihm nur. Nicht mal die Hälfte.
Der belebt also noch. Ja, tötet ihn, ist kein Thema. Macht man doch so, wa? Klein dämlich Penner. Ja, der ist by the way jetzt tot, wenn sie nicht einen herbeirufen. Okay, rufen herbei. Aber kann trotzdem sterben. Ätzend, ey. Töte ihn! Ah! Wie mies ist das denn, bitteschön? Ja, ganz klasse. Fickt euch ernsthaft. Ich werde jetzt mein altes Team wieder mitnehmen. Tja, dämliche Immunität, ey. So, Bomber kann weg, der ist nutzlos. Und mein ganz normales Team wieder mit dabei. Sehr schön. Schauen wir mal, wie das jetzt wird. Das ist einfach nur krass, Alter. Ja, ist mein Paladin jetzt wieder da. Der wird das schon bringen. Ist das der Paladin? Nee, ist aber noch nicht ganz klar. Ach, leck mich doch. Stimmt, den habe ich auch noch umgeswitcht gehabt. Come on, come on. Dämliche Ladezeiten. Warum lädt es immer so lange, frage ich mich. Das ist doch gar nicht viel, was man hier laden muss. Das kann man mir gerne mal erklären, warum das so übel lange lädt jedes Mal. Hier, schwupp, fertig muss es sein. Aber nee, brauchen wir 5 Millionen Jahre, um dieses bisschen Grafik hier zu laden. So, zurück zu meinem Paladin. Yeah! So, haben wir irgendwelche bessere Waffen? Ja, den hier. Die Entzauberung ist jetzt egal. Jetzt haben wir kritischen Schlag. Krasse Sache. Ja, ein Sonderangebot haben sie wieder. Und hier steht ja auch beim Schmied zum Beispiel. Hier steht ja auch, wenn man mindestens einen Stern würfelt, verbessert dein magischen Amboss dauerhaft. So kannst du die Chance auf mehr Sterne stark erhöhen. Da bin ich echt mal gespannt. Ich denke mal, nach dem Cut werde ich mir das kaufen. Ein paar Münzchen einmal zum Testen. Ich gehe mal so stark davon aus, 2, 3 Versuche ist einfach vom System her, dass es nicht schaffbar ist. Dass es einfach nur 0 Sterne wird. Das kann ich euch jetzt schon versichern. Werde ich ein bisschen mehr kaufen müssen an Goldmünzen, aber mache ich ja gerne. Wie gesagt, wenn der Wizard tot ist, dann bin ich auch gerne bereit, und so schwer war jetzt auch nicht, da ein bisschen Geld zu investieren. Schauen wir mal, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Und ich denke mal, ich werde die Waffen, so 1, 2, 3 haben wir dabei, den Amboss verbessern, nicht wie heißt das, den Kessel. Weil der Kessel, ja, würde ich mehr Items halt rausbekommen, ne? So, verursacht 100. Ich frage mich, statt 131 Schaden verursacht, ja, was macht er? Er macht bei meinem Bomber 200. Ein bisschen lächerlich irgendwie. Futterchu! Ah, konnte, okay. Nächster, gleich mal entzaubern. Ah, doch, er hat Entzauberung. Ah, das ist mein Juckpulver. So, zack, weg mit dir. Immer noch nicht ganz, war klar. Na, von mir ist ganz jetzt ein Beschwören. Obwohl, nee, lass mal, hör mal auf, es eben zu beschwören. Wir haben nämlich auch gleich wieder das Level, finde ich cool. Gleich wieder das Level, Level 13. Hört sich mega lustig an, wie sie einmal rumfurzen. Mit ihren Pfeilchen da drin. Hört sich an wie ein Furz. 45 Leben. Kleine Giftpfeilchen. Ja, bist du jetzt fertig mit dem Konter hinsetzen? Das regt mir auf den Sack, Alter. Auch wenn du dadurch keinen Schaden machst, finde ich zwar gut, aber gib mir trotzdem auf den Sack. Alter, bring die viele Punkte, Mann. Holy shit. Au. Warum? Ich hab dich überhaupt gar nicht angegriffen. Blöder Penner, Alter. So. Das Game ist noch jede Menge buggy. Aber ich habe den einen Bug, den ich schon mal fleißig gemeldet, dass der Counter, der Counter irgendwie, keine Ahnung, 600 Schaden gemacht hat oder keine 600% vom Schaden, den ich verursacht habe. Jedenfalls mehr, als es eigentlich sollte, dann kann ich den ja auch gleich melden. Am besten mit Videobeweis. Alter, wie viele Punkte das gibt, ist ja Wahnsinn. Und, ja, gerade so, die 3 Sternchen. Gerade so.
So, wir haben die Kiste entdeckt, ja, was heißt entdeckt, entfesselt, wie auch immer. In 10 Minuten, 7 Sekunden, laut meiner Stoppuhr. Die wahrscheinlich ein bisschen später mal aktiviert und 75, oh, zwei Bananashakes. Wirklich, die haben uns so einen Schrott gegeben, war das nicht der Anfang? So, und warum komme ich hier nicht lang? Das finde ich jetzt echt schade. Das heißt, es gab wirklich nur ein Ding, was man jetzt hätte freischalten können. Ist ja ätzend. Den roten Schweinetorschlüssel habe ich auch noch nicht. Ach ja, gut, das war's also mit dem Luftschiff. Wer zu wirklich mehr konnten wir es nicht wirklich benutzen. Ah, sieht cool aus hier so. Tschu, so sieht so ein Schädel aus. Da oben ist dann wahrscheinlich der Endgegner. Okay. Wir haben noch 4 Minuten. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich, wenn wir hier oben hin müssen, dann hier rüber, dann hier rüber, dann hier drüber und zack und das. Ach, hast du nicht gesehen, mir auch egal. Auf geht's. Niu. Mittelschwer. Schauen wir mal, ja, unser Paladin ist halt mega krass tanky. Ja, sammle kostenlose Rohstoffe von Erntestellen. Wenn die dann mal wieder aktiv werden, wäre das echt nice. Aber die sind ja sowas von selten aktiv. 3 Waves. Immer schön auf meinen Paladin gehen. Ist in Ordnung. Der kassiert gerne. Vor allem, er kriegt doch gerne wieder Leben zurück. Dankeschön. Kaboom! 141 Schaden, das ist echt heftig. Wie, jetzt er lebt noch? Okay, habe ich gerade gar nicht gesehen, dass er überhaupt noch lebt. Okay, er hat auch gelebt. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß zwar nicht, wie ich das nicht gesehen habe, aber ich habe es nicht gesehen. Au! Der hat mir Schaden bekommen, ist jetzt aber nicht fair. Mega au. Aber das kriegen wir wieder relativ leicht durch. 144. Pam, wieder so viele Punkte. Naja, das waren nicht viele, wirklich viele Punkte. Ja, was für die Kleinen töten. Die sind wichtig, die erstmal wegzunehmen. Die, ja gut, das Starke kann man sich dann später aufheben. Ja, die müssen jetzt alle dreimal einen Paladin angreifen. Nächste Runde werde ich dann mal schön ein Dings durchziehen hier. Einen magischen Angriff 278, 437 und 380. Das heißt, ich kann. Oh, der lebt ja immer noch, Mann. Hör auf zu überleben, du Arsch. Gibt's doch nicht. Aber überleben die jedes Mal mit einem Hit. Mit einem Leben. Aua. Mega Aua. Und entzaubert. Schon wieder auf meinen Paladin. Tschu. 216 kritisch. Mega krass. Er kriegt wesentlich weniger Schaden. Finde ich gut. Aber die kriegen noch ordentlich was ab. Ja, zweimal kritisch, ist ja Wahnsinn, ey. Achso, das sind immer die. Achso, ich verstehe. Das ist immer der Effekt mit 50% mehr Bonusschaden. Das ist kritisch. Könnt ihr aber auch mehr sagen? Chance auf. Ne, ja, ist ja schon richtig. Ist auch egal. Oh, ist ja immer noch eine Wave vor uns dann. Krass. Die halten jetzt eine ganze Menge durch. Sind trotzdem tot. Ändert nicht viel. Oder er ist trotzdem tot. Alter Sack von Magier, Blitzmagier. So, ja, mal Robin Hood, Schurkenanführer. Was haben wir das für kleine Viecher? Schurke. Na toll. Ganz toll. Ja, schauen wir, wie viel Leben er hat. 128. Ich denke mal, kriege ich mit dem Dings ja weg, wa? 144, wunderbar. Au. Weiß nicht, soll ich mich schilden? Warum nicht? Das ist richtig, dass ihr mich alle angreifen werdet. Das ist auch. Na, ihr seid so doof. Gut. Eigentlich ist der Schurken Anführer gewesen. Man sollte erstmal auf die Kleinen gehen. Wieder kritisch. Krasse Kacke, ey. Das war nur 15%? Glaube ich nicht.
Vielleicht habe ich mich aber auch verschaut. Kann ja auch sein. 72, ich muss alle beiden Angriffe aufgeben. Ätzend, ätzend, ätzend. So, zwei Runden habe ich, eine Runde habe ich noch, mich zu deffen. Oder ihn versuchen zu töten. Wie viel Leben der hat, man. 1100 waren es, glaube ich, ne? Das ist so stumpfsinnig. Wow, Wutschili voll. Kaboom! 130 Leben noch. Nicht übel, was er in Taten raushaut. Aber gegen meine Leute kann kaum einer was tun, außer halt Gespenster, die 5 Millionen Monster rufen. Mistviecher. So, mal kurz eine Heilung reinsetzen, damit wir ein bisschen mehr Leben, mehr Punkte kriegen. Ich glaube, wir haben eine Wave gerade geklärt. 3 Waves. Sollten wir eigentlich die maximale, also die 3 Sternchen haben. Sollte kein Thema sein, hoffentlich. Oh, gerade so muss ich sagen. 83.000 Punkte. Krass, die haben mal gute Ansprüche hier. Ja, 17 Minuten sind schon wieder rum, Leute. Wir müssen ganz kurz eine Pause machen. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Angry Birds Epic. Ich lasse das natürlich noch laden. Ja, Sturm auf der 13 haben wir ja schon im Fight gehabt. Direkt auf der ersten Runde. Vulkaninsel. Okay, also jedes Verlies kann man täglich dann machen. Und hier geht es dann weiter zur Eiswelt. Wahrscheinlich geht es dann hier unten lang, hier oben lang. Und den Dicken müssen wir dann wahrscheinlich wieder besiegen. Da geht's. Nee, wo geht's dann lang? Wahrscheinlich hier rüber. Dann hier rüber, dann hier hoch und da ist der nächste Teil. Aber das machen wir dann alles im nächsten Part. Sehen uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.